Was sagen Sie zu Festival in Riyadh, Alkohol, Transen und so weiter? Alles dort ist da Takfir. Wie soll man Takfir erlauben? Jetzt, wenn jemand Alkohol trinkt oder wenn eine Frau Prostitution macht, willst du sie vom Islam ausschließen? Da sagt man, ja, das ist ein Land. Ja, auch wenn das im Land ist. Das sind Sünden. Aber dass man die Leute vom Islam sage ich jetzt, ausschließt oder dass sie vom Islam abfallen? Natürlich nicht. Außer jetzt, dass sie wirklich, dass sie das als, dass sie, was klar verboten ist in der Religion mit Konsens, dass sie das erlauben und die Leute nehmen das so an. Dann könnte man von Takfir, aber hier ist das gar nicht. Weil einige Leute sagen, ja, da macht man. Verteidigt man und man bewacht diese Sache und man tut das und wirbt dafür. Ich meine, das alles ist kein Grund, dass die Leute vom Islam ausgeschlossen werden. Aufpassen, diese Richtung, dass wenn die Leute Sünden begehen oder wenn sie große Sünden auch begehen, dass man sie vom Islam ausschließt oder wenn jemand zum Beispiel das unterstützt, Haram unterstützt, dass man die Leute vom Islam ausschließt, das ist nicht die, Barakallahu fikum, die Richtung von Ahl-Sunnah wal-Jama'a, sondern das ist von Al-Khawarij, von diesen Takfiriyin, die übertreiben in Takfir. Der sagt, wie ja, es gibt Polizei, die das überwacht und es gibt Leute, die unterstützen. Ja, okay, eine Frage. Jemand zum Beispiel macht, wal-iyadu billah, ein Bordell auf und er holt Security und Bodyguards und der macht das dort. Kannst du diese Person vom Islam ausschließen? Wenn diese Person sagt, das ist erlaubt, was ich mache, und mich interessiert nicht, ob das Haram ist oder Halal. Für mich ist diese Sache erlaubt. Dann könnte man reden, dass man diese Person vom Islam ausschließt. Aber keiner hat gesagt, das ist Halal und keiner hat gesagt, dass Alkohol erlaubt wäre und so weiter. Maximal sagen wir, möge Allah subhanahu die Leute recht leiten. Aber sag dir nur etwas, damit du und die anderen versteht. Na? Wenn die Leute nicht bereit wären für sowas, dann würden sie nicht dahin gehen. Jetzt angenommen, wir sind da in der Moschee und jemand holt uns einen Stand draußen mit Alkohol und mit Haram. Der soll 2 Jahre draußen bleiben. Keiner wird sich dafür interessieren, weil wir das nicht mitmachen. Aber wenn wir selber dahin gehen, dann sollte man nicht sagen, die Regierung, sondern du hast selber gewählt in diesem Zusammenhang. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Und wenn diese Leute, die zu solchen Festivals nicht gehen würden, dann die sollen 1000 Festival machen von diesen, das wird nicht bringen. Wallahu ta'ala ala wa'ala.